Ah, da ist er doch. Ukrom. Waffen und Runen, was hab ich denn hier? Hä? Ah, fürs Schwert gibt's was Neues. Beim letzten Mal wurden Fokus und irgendwas vollständig wiederhergestellt. Ach Gott, das ist nicht so wichtig. Der Hauptmann sagt, der Schlachtwandler sei eine Ehre. Er versteckt sich. Wenn der Hauptmann sagt, er ist hier, dann ist er auch hier. Zack. Oh Gott, wie viele hat denn der um sich? Alter, meine Fresse. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Nö, keine Spur. Der Hauptmann verschwendet seine Zeit damit, Pläne zu schmieden, anstatt uns auf ihn loszulassen. Wir sollten ihn einfach selbst ver... Nee, ich werde es nicht machen, den zu... den Tod von... Ah, It's Me Switch. Flog der Schläger. Alle. Nein. Uns Armee. Oh, Druck der Stämmige. Nicht doof. Ist für mich nicht aufgeführt als Hauptmann. Block der Schläger. Schacke aus der Crew ein bisschen und so, um mir zu schwächen. Schacke aus der Grube, die Schwachpunkte. Kampfverwundet werden, kann durch Fernkampf, Schatten und Schattenkampf verwundet werden. Okay. Denkt an das langwierige, umfriedigende Erlebnis durch Fleisch zu schneiden. Schon Befehle. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum? Was ist? Ugrisch. Den hab ich doch schon mal getötet. Oder irre ich mich da? Der ist doch damals verbrannt oder sowas. Flak. Fleischhammer. Kann sich Kampfzüge sofort getötet werden? Das ist bei einer Macht von 8. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht dich das schneller. Flak. Anblick von Ghoulen zum Tumuk der Abhäuter. Und tot. Wieso ist er nicht gestorben, wenn ich angreife? Fesseln, damit du diesmal bei mir bleibst. Nummer 1 nervt tötender. Und weg mit dir. Dich will ich eigentlich nur haben. Der Kampf ist einfach nur, dass er stirbt. Und tot. Oh,
Es ist ein Karagor! Ich sehe ihn! Da! Ich hab noch nie verloren! Hopp! Jagd. Hey, nicht mich vorher treffen, das ist unfair. Tötet jede Bestie, die ihr seht! Ich bin der Beste! Holt euch dich! Wie? Hast du es sofort geschafft oder was? Oh, nö! Beiseite! Ich werde ihn töten! Waldläufer! Komm her, du. Mich könntest du vielleicht besiegen, aber gegen Dutzende von uns kannst du nichts ausrichten. Schaka. Schattenangriff wurde werden. Oh, what the? Kriegst du mich nicht? Okay, drüber springen kann man auch nicht. Wir werden dich zerfleischen. Genug Geplänkel. Oh. Au, 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 au. Gut, das war knapp. Oh, na toll. Bist du denn? Bist du denn von mir, Alter? Also ist mit den Jagden so irgendwie sinnlos, weil ich dann muss sofort eingreifen. Kannst nichts vorbereiten oder irgendwas. Der schafft das immer sofort. Mugrisch. Brückenfavoriten am besten sofort getötet werden. Müsste halt nur eine Bestie suchen. Tuka. Mir fehlt doch einer. Ich zerquetsche dich! Ich zerstöre dich, Biest! So. Krummschützenausbilder. Bei dem wollte ich mal Infos haben. Schlechthosestöße. Lass mich doch. Hallo. Kann mir jemand erklären, warum? Was würde ich für einen kann den identifizieren? Mugluk. Aber warum kann ich nicht mit dem reden? Hallo? Die sind ja nicht mal Gegner. Die ich irgendwie töten können sollte, bevor da irgendwas passiert. Schützen sind Feiglinge. Sag zu mir. Das funktioniert irgendwie gerade nicht. Mugluk der Starke, Tukat der Verteidiger, Mugrisch der Edle.
Gruppe werden so rekrutieren, um Saurus Armee zu schwächen. Boah, da sind wieder so viele. Den kann man nicht sofort töten. Zockt der Allesfresser? Ja, wahrscheinlich erstmal hier hinreisen. Und mich sozusagen weiter der Story widmen. Störe das Gurt Tower und locke die schwarzen Hauptmann hervor. Also das Spiel ist gar nicht so einfach, gerade was so die Bosse angeht. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut, ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Der Röstmeister hat schon so viele Waffen gefertigt, dass er einen ganzen Wettstein füllt. Was? Habt ihr das gehört? Komm, put. Erstaunlich, dass sie mich nicht zu einem Häuptling machen. Der Karren. Der Funke unserer Rebellion. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Falls verspüre, werde ich ihn fliegen und ihm im Handumdrehen das Herz herausschneiden. Ist mir. Wo bist du denn? Typ? What the? Fuck? Hab gehört, dass wir hier bald das Lager räumen. Du verlässt es auch so. Befolgt eure Befehle, ihr
Wir sind diejenigen, die die Festung sichern. Wer mir sagt, ich kann den Auftrag nicht zu Ende machen, weil der Typ halt weggerannt ist? Ne, kann ich. Fleisch auf den Knochen. Zählt Wegrennen also auch aus besiegt. Cool. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Muss mal kurz das sauber machen hier. Habe ich mir gerade mit meinem Wasser gekleckert. Folge Hörgon. Ja, dann folgen wir Hörgon da. Hier ist ja quasi nichts. Warte! Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Das war noch einfach. Aber merkt noch. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Verwüst das Lager und ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Cool, dass ihr es nicht merkt, wenn euch in der Umfeld. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du mich fragst, trainieren wir zu viel. Oh shit. Oh. Cool. Cool, die um sich schlagen. Weniger Arbeit für mich. Mich verarschen? Geh in Deckung. Au. Stimmt, da war ja was. Du musst ja vorher betäuben, sonst geben die mir jeden mal ein, wenn ich die angreife. Das ist natürlich nicht so easy jetzt. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Also es ist nur zu einem Zweck.
Waldläufer. Bleib hier. Ghule. Oh, wie viele? Ghule umschwärmen Durtan. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Wirklich relativ entspannt. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an. Bam. Mitten rein. Oh, Moment, das nehme ich mit. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Sichere das Gebiet. Welches? Was? Wo? Wie? Wer? Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Ich folge auch mal dem Typen hier. Ich würde schon wissen, wo es hingeht. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Noch sind hier keine Gegner. Zumindest keine sichtbaren. Ja, tote Orks. Ja, kommen sie. Oh. Meiner. Ein Feind ersetzt den nächsten. Nun ist ein Karak, was besser kontrollieren kann. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh bin hier gespannt. Bald wird das Monument fallen. Sie, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Komm schon, komm vor. Wir sind alle da drüben. Sind getötet und dem Grabwandler ihre Gedärme zurückgelassen.
Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Habe ich da gerade etwas gehört? Weg, 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 weg. Er ist tot! Zack. Sehr gut. Oh Gott, wie viele sind das noch? Da drüben sind noch eine Dreiergruppe, eine Lose. Kurz gucken, wird irgendwo ein Artefakt sein. Mulltriger Foliant. Ist das Arteras oder Hitlers? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirkon. Also, uns ist kennengelernt, die ganzen Artefakte erzählen also sozusagen denen ihre Geschichte da, unter anderem. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Haela wachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Wer gehört? Das waren alle? Oder war die Zeit um? Hab ich irgendwas verpasst? Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Au, ich war nicht hoch genug. Vorwärts, immer vorwärts, ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Meiner. Oh shit. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Au! 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 Wer ist da?
Oh, wer schießt denn auf den Wagen?